Hallo, grüß euch. Ich bin der Stefan. Heute habe ich keine Kamerafrau dabei. Heute muss ich alleine arbeiten. Das heißt, von jetzt an seht ihr mein wunderbares Gesicht nicht mehr, sondern ich bin filmen hinter der Kamera und ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich euch sagen will. Gut, wir beginnen den Rundgang mit einem Baum, der gerade blüht, mit der Robinie. Die heißt Robinia pseudoacacia. Die Blüte, wie wir da erkennen können, ist eigentlich relativ hübsch. Ich hoffe, ihr seht es auf der Kamera. Ihr wisst wahrscheinlich dass eine Robinie ein invasives Gehölz ist, also es ist nicht heimisch. Man kennt sie relativ gut am Blatt. Ihr seht, das ist so ein gefiedertes Blatt, was Blättchen hat, die an der Spitze so ein bisschen, also Rundenden, fast so ein bisschen eingekerbt sind an der Blattspitze. Davon abgesehen, wie gesagt, die relativ charakteristische Blüte und daneben sieht man auch noch so diese Schotenfrüchte vom Vorjahr. Auch der Stamm einer Robinie ist relativ auffällig durch dieses Furchige. Und im Dürfenkranzpark ist die Robinie hier eine der wenigen großen. Sie kommt allerdings sehr häufig wo als Aufkömmling irgendwo auf. Das heißt, ihr solltet ihr euch am Blatt gut anschauen. Also prägt euch das Blatt gut ein. Sehr häufig hat sie auch immer so kleine Dornen, immer am Ansatz der Blätter. Das hat die jetzt leider nicht. Also die macht das nicht absolut immer, aber schon sehr häufig, was ein weiteres Merkmal wäre. Also Robinia pseudoacacia, die Robinie. Gut, als nächstes Gehölz haben wir eine Erle, Alnus. Und bei den Erlen, wir hatten ja schon mal die Grünerle, Alnus viridis, und ich habe euch damals schon gesagt, die Erlen sind sehr nett und haben immer sehr lange ihre Früchte drauf. Ich versuche da mal rein zu zoomen, oder auch nicht. Das ist ein bisschen schlechter gegen das Licht, aber die haben halt Zapfen und auch die Zapfen vom Vorjahr, da sieht man welche recht schön, die bleiben recht lange drauf. Also auf diesen ganzen Baum hier, wenn wir da raufschauen würden, da sieht man auch noch welche. Da verteilt sind sehr auffällig diese Zapfen. Also die Zapfen und ein relativ unspektakulär auffälliges Blatt machen Erlen auf. Die hat auch noch Kätzchen drauf, weil sie gerade blüht. Und das ist eine Alnus cordata. Woran erkenne ich das? Das erkenne ich daran, dass die sehr große Zapfen hat. Also ich werde dann was abreißen und dann zum Vergleich mitnehmen. Die Alnus cordata, nicht heimisch, hat die größeren Zapfen, während die anderen Erlen, die wir halt so daheim haben, kleinere Zapfen haben. Also die ist dann quasi am einfachsten zu erkennen von den Erlen. Und die anderen unterscheidet man dann noch am Wuchs. Wie gesagt, Grünerle einzige strauchförmige, die anderen sind baumförmig. Und an der Blattform. Und ich hoffe, dass wir die heute noch alle entdecken werden. Also das hier mit den großen Zapfen, Alnus cordata. Ja, als nächstes haben wir wieder einen Baum. Nämlich den Zirgelbaum. Der heißt Celtis occidentalis, der in dem Fall sehr beschriftet. Da gibt es im Türkenschanzpark einige recht große Exemplare. Er hat eine sehr auffällige Rinde. Also die ist so ganz, ganz grob. Es schaut fast so aus wie mit Schlamm beworfen. Also diese auffällige Struktur, die prägt man sich schnell mal ein. Trotzdem sollte man noch andere Merkmale kennen. Die wären zum Beispiel, ich hoffe, ihr seht das, die Blätter sind zwar gezähnt, aber nicht ganz rundum sozusagen. Also wenn ihr schaut, die Blattbasis der Blätter, die ist ganz randig und dann so ab einem Drittel ungefähr fängt er an, dass er gezähnt wird. Weiters sind die Blätter, wenn man sich die Blattbasis nochmal anschaut, asymmetrisch, also die Blattbasis liegt schräg. Und genau, daran erkennt man Zirgelbaumblätter ganz gut. Die solltet ihr euch einprägen, weil der kommt auch oft als kleiner Aufwüchsling irgendwo raus. Also diese Blätter sollte man erkennen. Weiters, ich zoome da rein, hat er auch Früchte. Und das sind eben so Kügelchen. Jetzt ist nicht unbedingt fokussiert, aber hier haben wir da so Kügelchen, ich hoffe ihr seht es, die mit der Zeit sich immer dunkler verfärben und dann fast ganz schwarz sind. Und diese Früchte vom Zirgelbaum, vom Celtis occidentalis, sind auch sehr auffällig. Der nächste Baum ist jetzt nicht so groß, ist auch ein nicht heimischer Baum. Und interessanterweise hat er dieses Jahr am Baum selbst so gut wie keine Blätter. Ich zoome da jetzt mal rein, wir sehen da Blütenstände.
Das ist der Papiermaulbeerbaum, Brussonetia papyrifera. Hat normalerweise auffällige Blätter, in dem Jahr jetzt scheinbar nicht. Also ich habe von dem einen Aufkömmling daheim und der hat eigentlich sehr viele Blätter. Vielleicht hat er einfach langsam sein Lebensalter erreicht, ich weiß es nicht. Ist getrenntgeschlechtlich, also zweihäusig getrenntgeschlechtlich. Das ist eben ein Männchen, Entschuldigung. Also der hat die männlichen Blüten. Die schauen eben so würstelartig aus. Die weiblichen Blüten sind so Kugeln mit so Fransen drauf, sind eher aufregend. Zum Glück macht er aber sehr stark Wurzelausläufer, weswegen wir die Blätter hier drüben betrachten können. Und die hingegen sind extrem auffällig und charakteristisch. Also das ist so, der einzige, der so ähnliche Blätter macht, ist der Morus, also der normale Maulbeerbaum. Aber so diese, besonders die jungen Blätter sind beim Brussonetia papyrifera hier ist immer so ganz, ganz stark eingeschnitten. Also ja, was sie auch sind, sie sind flauschig, also wenn man die angreift, man sieht es eher in den Trieben unten, die sind ganz, ganz flauschig. Und so diese tief, tief geschlitzte Erscheinung ist charakteristisch, ist eben aber nicht immer so. Ihr seht, da schauen ein paar anders aus. Und interessanterweise, wenn sie älter sind, meistens sind sie dann oft gar nicht geschlitzt, sondern fast einfache Blätter. Also Brussonetia papyrifera. So, als nächstes haben wir jetzt mal einen Strauch, nämlich eine Ulme. Die Ulmen sind ein nicht so leichtes Thema, weil die am Blatt oft sehr schwer zu unterscheiden sind. Ein paar Basics kann man sich trotzdem anschauen. Also Ulmenblätter, wie man hier schön sieht, sind doppelt gesägt und an der Blattbasis asymmetrisch. Also das ist mal für Ulmen generell häufig der Fall. Oft sind sie rau. Die in dem Fall ist jetzt eher schon fast ziemlich glatt. Aber auf jeden Fall lohnt es sich, die Blätter ab und zu anzugreifen. Die ist außerdem, wie ihr seht, strauchförmig. Und was die sehr auffällig hat, die macht Korkleisten. Das wären die Korkleisten und das ist der einfachste Hinweis für die Ulmus minor. Die Feldulme, glaube ich, heißt sie, heimisch. Genau, Ulmen. Blüte ist ganz früh und die Früchte sind so UFO-mäßig, also so verflügelte Nüsschen quasi, die sieht man übers Jahr verteilt nicht so häufig am Baum. Also schaut sich die Blätter an bei den Ulmen und schaut sich auf die Triebe, wenn es nicht sicher seid. In dem Fall halt ein normales Ulmenblatt, doppelt gesägt, spitz auslaufend, schräge Blattbasis und vor allem die auffälligen Korkleisten machen die Ulmus minor aus. Wenn wir gerade da sind, falls da jemand, wir sind da schließlich im Türkensteinspark, falls jemand sich wundert, was unter dieser Ulme dieses ist, das sei nur kurz erwähnt, das ist, soweit ich weiß, eine Oryxia japonica. Mehr weiß ich eigentlich nicht darüber, ich weiß nur, was es ist. Das wächst halt hier, ist, glaube ich, nicht im Skript, schaut zur Sicherheit nach, aber wer sich wundert. Und eine Pflanze, die aber schon im Skript ist, haben wir hier gleich daneben, nämlich wieder einen Baum. Und das ist die Zelkove. Zelkova serulata, ich weiß gerade nicht. Gibt es eh nur eine Art, die wichtig ist bei uns. Hat so auch auffällige Plattenstruktur am Stamm, also die abfallen. Und hat eben so Blätter, die sind ja schon relativ groß da, aber so auffällig schön gesägte Blätter. Und ja, stehen hier. Und wenn wir da jetzt noch ein paar Schritte rüber gehen, also der erste Stamm hier ist es nicht, aber dahinter haben wir noch eine und hier sieht man es nochmal sehr schön, wie die Rinde so in Platten abfällt. Und hier ein bisschen kleinere Blätter, aber auch sehr schön. Ich hoffe, ihr seht das, die schönen gesägten Blätter von der Zelkove. Ja, das nächste ist wieder ein aufrecht wachsender Baum, wie ihr seht. Also diese beiden Bäume, die man da so schön gerade sieht. Das sind auch Ulmen, die zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger sind. Meistens kommen auch nicht so gut an die Blätter. Ich versuche jetzt mal da zu zoomen, damit man irgendwas erkennt. Hat schon Ulmenmerkmale, aber für eine Ulme ein relativ geordnetes Blatt, das nicht so groß ist. Also schon gesägt, ein bisschen asymmetrisch, aber für eine Ulme ein relativ saures Blatt sozusagen. Das ist Ulmus pomila. Da gibt es im Türkenschanzberg eben die zwei Exemplare hier und ich glaube beim Brunnen steht auch ein oder zwei, ich glaube einer. Die wachsen immer so schön gerade und ja, ich weiß nicht, eigentlich wäre es gut, wenn man die Blätter nebeneinander hat, aber das schaffen wir halt glaube ich nicht.
Aber ich weiß nicht, ob man es da sieht. Also so dieses Blatt, man sieht schon die Blattbasis, dass sie schräg ist, also nicht gerade. Und diese Sägung und so. Die Blätter sind aber jetzt nicht so groß und relativ geordnet für eine Ulme. Also das sind die Merkmale, die ich mir gemerkt habe. Der Habitus und eben diese schlichteren Blätter. Nicht so crazy wie die anderen Ulmen. Gut, also Ulmus pomila schaut so aus. Wenn wir gerade da daneben stehen, ich glaube, die Anita hat letztens Escolus gemacht, hätten wir die Pavie noch gerade in Blüte, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also Escolus, Rostkastanie, wisst ihr, mit diesen gefingerten Blättern und die Pavie, Escolus Pavia, momentan in dieser, was ist das, gelbliches, rot-rosa, komische Blühfarbe. Und eben wird nicht sehr groß, dieses kleine Bäumchen hier. So, schon wieder ein Baum. Heute haben wir viele Bäume dabei. Hier haben wir einen Nussbaum. Also in einem anderen Video haben wir schon über die Juglans regia geredet, die normale Walnuss. Und hier haben wir jetzt Juglans nigra, die Schwarznuss. Ebenfalls nicht heimisch. Unterschied ist, das Blatt ist viel stärker, also viel länger gefiedert, viel mehr Fiederblättchen. Kann man da glaube ich gut erkennen. Also ich denke, ihr müsst im Skript schauen. Es ist irgendwie normalerweise unpaarig gefiedert oder paarig. Wenn man sich das anschauen, wie wird das ausschauen, das wäre jetzt paarig. Das Gemeine ist eh, der Punkt ist eh, die dreht das oft um. Also die hat oft so kleine Aufwüchse, die dann genau umgekehrt paarig oder unpaarig gefiedert sind. Nichtsdestotrotz, schaut sich das Blatt an, schaut sich die Form der Fiederblättchen an. Die sind so auch gezähnt, also nicht unähnlich einer Esche zum Beispiel. Meistens aber deutlich längere Blätter. Was wir da auch sehen, diese Würstel, das ist eben quasi jetzt noch der Blütenstand. Und die Nüsse schauen einfach recht ähnlich aus wie Walnüsse. Kommt einfach und vergleicht das. Ein bisschen Unterschied, vor allem an die Reste von wie heißt denn das? Der Narbe, von dem Nabelstuppel-Dings-Ding, was halt dann rausschaut. Das schaut ein bisschen anders aus bei der Walnuss. Auf jeden Fall ja, Juglans nigra hier. Gibt es eben da am Ende vom Teich zwei Exemplare. Und im Arboretum auch und eben oft als Aufwüchsling. Ein weiterer Hinweis, wenn es nicht sicher seid, riecht es dran. Nehmt ein Blatt und zerreibt es. Jugland ist ja sehr giftstoffreich und es hat so einen relativ bitteren Geruch irgendwie. Daran kann man es auch ganz gut erkennen. Das ist so zusätzlich ganz gut. Ja, da haben wir jetzt einen Strauch. Also das ist da dieses aufstrebende Ding. Hat solche Blätter und mittlerweile könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass das auch wieder eine Ulme ist. Also Ulmus beachtet eben den Blattrand, doppelt gesägt, beachtet die Blattbasis und da haben wir schon einen Hinweis. Da sieht man es eigentlich super, bei der ist das jetzt extrem asymmetrisch und schräg. Also das ist wirklich so nach hinten gebuchtet. Und ich hätte geschätzt, dass das eine Flatterulme ist, Ulmus levis. Die hat die größten Blätter eigentlich und die mit der stärksten Asymmetrie und sie sind auch rauer. Also im Vergleich zu Ulmus minophora, die doch relativ ein glänzendes, nicht so raues Blatt hat, die sind jetzt eher matt und rauer. Also mein Tipp wäre eben Ulmus levis in dem Fall. So, wieder ein Baum. Da haben wir jetzt den normalen Maulbeerbaum, Morus. Hat ein sehr glänzendes Blatt, das auch asymmetrisch ist. Also heute ist irgendwie so ein Tag der Asymmetrie. Morusblätter muss man ein bisschen das Gefühl bekommen. Die haben jetzt keine so auffälligen klaren Merkmale. Die Farbe und das Glänzende ist wichtig, dass sie nicht symmetrisch sind. Sie machen oft Blattdimorphismus, wobei nicht immer. Also das Exemplar hier habe ich glaube ich noch nie gesehen, dass der Blattdimorphismus macht. Also da schauen die Blattel eigentlich immer so relativ normal aus. Das ist ein Morus nigra, weiß ich vor allem deswegen, dass das die Art ist, weil ich die Früchte kenne, wenn die reif sind. Es gibt Leute, die können Morus am Blatt unterscheiden, ich kann es nicht. Auf der sicheren Seite ist man quasi mit den Früchten, wobei ich auch schon gehört habe von Leuten, das stimmt ja gar nicht mit der Fruchtfarbe. Aber ich würde sagen, merkt euch, wie es im Skript steht. Und da steht Morus nigra, schwarze Früchte, Morus alba, weiße Früchte oder halt helle und Morus rubra, rote Früchte. Apropos, die Früchte sieht man da eh schon, sich entwickeln da drinnen. Und das sind so wie relativ große Brombeeren eigentlich, schauen die aus. In dem Fall werden sie eben schwarz. Und sie sind köstlich, sehr, sehr köstlich. Also man merkt sich die Standorte vom Morus, ist ziemlich geil.
Ja, so viel zum Morus Nigra. Nicht heimisch, aber köstlich. Färbt allerdings sehr. Also der Boden hier ist meistens ziemlich schwarz und die Finger sind dann auch ziemlich schwarz meistens. So, da haben wir jetzt einen weiteren Maulbeerbaum, nämlich den Morus Alba. Woher weiß ich, dass das der Morus Alba ist? Naja, es steht halt drauf. Er macht da zwar so Blütenstände, aber jetzt richtig die Morusfrüchte, so weiß und so, habe ich noch nie gesehen auf dem. Blätter schauen eben sehr ähnlich aus, jetzt sind ein bisschen klein und runzeliger noch, aber schon glänzend gesägt und so asymmetrisch ein bisschen. Auf jeden Fall Morus Alba wäre das. Haben wir gehört, der ist sehr nahrhaft, wenn man die jungen Blätter isst. Ich habe gehört, das ist das, was die Seidenspinnerraupen essen in Asien. Und ich habe gehört, ich habe das alles nicht geprüft, und ich habe gehört, aber, dass auch in Österreich versucht wurde, eine Seidenproduktion zu erstellen, wozu man eben diese Morus Alba Bäume gepflanzt hat. Und die findet man scheinbar im Osten Österreichs, deswegen nur manchmal in der Natur draußen. Ja, Morus Alba. Ich koste mal so ein Blatt. So, hier an der Brücke im Dirkenschanzpark haben wir das kleine Überbleibsel von einer Bergulme. Bergulme heißt Ulmus glabra. Und die ist witzig, also die ist schon oft da zurückgeschnitten worden, wie man sehen kann, an diesen Stummeln. Und sie macht manchmal das sehr auffällige Merkmal der Bergulme sehr schön. Heute macht es mehr oder weniger. Ich hoffe, ihr könnt es da erkennen. Seht ihr, an der Blattspitze am Ende vorne quasi bildet die so Zipfeln aus. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Also die hat nicht nur eine Spitze, sondern quasi mehrere Spitzen. Jesusbrücke wäre, die Bergulme macht quasi wie eine Berglandschaft sozusagen an der Blattspitze. Und daran wäre die Bergulme, Entschuldigung, wenn sie es denn macht, eigentlich super easy zu erkennen. Man sieht es eh an der Pflanze da auch, die sind nicht immer so, manchmal sind die Spitzen halt relativ normal, manchmal haben sie so ein bisschen Spitzen dran, also das Exemplar hier vor allem, das macht das jedes Jahr ein bisschen anders, also ist immer ein bisschen gemein zum Herzeigen, aber ich glaube, dieses Mal seht ihr ganz gut, was gemeint ist. Bergulme macht mehrere Spitzen, ich glaube im Arboretum steht auch eine, wo man es normalerweise auch ganz gut sieht, also Ulmus glabra, daran ist es eigentlich super zu unterscheiden von allen anderen Ulmen. So, als nächstes schauen wir uns diesen kleinen Strauch da an. Das ist eine Deutzie und die heißt Deutzie Grazilis, kann man sich gut merken, die ist so klein und grazil. Ich weiß nicht, ob ich heute nur große Deutzie finde, also die andere Art, aber die Blätter sind sehr ähnlich bei den beiden Deutzien, die im Skript sind. Also ich hoffe, man kann das irgendwie da sehen, wenn ich da so seitlich ein bisschen reinschaue, reinzoome, versuche es mal langsam, dass die am Blattrand so kleine Zähnchen hat, die eigentlich relativ nach oben stehen. Können Sie das erkennen? Also die stehen jetzt nicht wirklich seitlich weg, quasi parallel zum Blatt selbst, zur Blattspreite, sondern mehr oder weniger so quasi nach oben normal dazu. Aber das spürt man auch. Also wenn man die angreift und am Rand entlang greift, spürt man das. Man sieht, die blüht weiß und im Mai, wie so vieles. Und wenn es eben diese kleine Version ist, das ist schon fast erstaunender, dann ist es die Deutzie Grazilis. Die fängt eben gerade an zu blühen, wie man da schon sieht. Die zweite, die für euch relevant ist, wäre die Deutzie Scabra. Oder vielleicht heißt die jetzt anders im neuen Skript, schaut es halt nach. Das ist quasi die normal große, also die ist dann normal strauchgroß sozusagen, hat aber ein sehr, sehr ähnliches Blatt und blüht auch weiß und beginnt auch momentan zu blühen. Also könnt ihr euch gleich merken, das sind die beiden Deutzien. So, ich bin mittlerweile beim Simonihaus angelangt und da am Fluchtweg haben sie ja da so kletternde, rankende Bepflanzung gemacht und was wir da sehen, ist die Aristolochia macrophylla. Ist so ein schön windendes Gehölz, das relativ große, so rundliche Blätter macht, also die können auch noch viel größer sein, also das ist meine Hand im Vergleich, können größer werden. Also macrophylla, großes Blatt. Und das ist die Pfeifenwinde, heißt sie, weil sie Blüten macht. Und die sehen wir da zum Glück, zumindest als Junges, die da so unter den Blättern drinnen abhängen und offensichtlich wie so altmodische Pfeifen aussehen. Also deswegen die Pfeifenwinde. Aristolochia macrophylla. Ihr seht, das klettert da super rauf und eignet sich eben für so kletternde Begrünung sehr gut. Ich glaube, im Hof vom Mendelhaus haben sie auch welche gepflanzt.
Da habe ich dann glücklicherweise gerade noch einen Strauch entdeckt. Man sieht, Strauch. Und wenn man sich die Blätter anschaut, haben wir wieder die Merkmale von vorher gerade. Da ist jetzt die größere Deutzie, Deutzie Scabra, oder wie auch immer sie jetzt mittlerweile heißt, schaut im Skript nach. Wie gesagt, Blätter sehr ähnlich. Wir haben auch die Zähnchen, die man sehr spürt, wenn man sie angreift, die so nach oben gerichtet sind, wenn man es erkennen kann. Ja, sieht man schon ein bisschen. Wie gesagt, kommt gerade in Blüte. Und was wir da jetzt auch noch schön sehen, ich breche das jetzt einfach ab, weil ich so frech bin, die Reste der Fruchtstände vom Vorjahr. Also jetzt, das sind so keine Kesselchen. Also die Eselsbrücke wäre, dass das ausschaut wie so Hexenkessel. Und das, ihr seht, da stehen die Narben, vorher das Wort nicht gewusst, Narbe heißt das, stehen da noch raus. Und diese Reste der Früchte vom Vorjahr sind oft noch drauf bei der Deutzie Scabra. Oder wie auch immer sie jetzt heißt. So, jetzt habe ich was sehr, sehr Gemeines für euch. Nämlich hier haben wir die spätblühende Traubenkirsche. Wir haben ja die Traubenkirsche schon gesehen, Prunus padus. Hier haben wir aber Prunus serotina. Die ist eben nicht heimisch und blüht zwei Wochen später als die heimische Traubenkirsche, Prunus padus. Ihr seht, es hat auch, wie der Name sagt, Traubenfruchtstände, die auch später das Merkmal noch sind. Also diese Stiele, auch wenn keine Kügelchen mehr drauf sind, keine Früchte, bleiben die Stiele doch recht lange erhalten. Wie unterscheiden wir die jetzt von der Prunus padus? Ja, ist ehrlich gesagt sehr schwierig. Das Blatt ist sehr ähnlich, vielleicht ist die Farbe anders, vielleicht ist die eine ein bisschen runzliger. Ihr könnt es euch anschauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das wichtigste aller Gehölze ist im Skript. Kommt auch jetzt nicht so oft vor, aber durchaus. Und was wir schon einmal festgestellt haben ist, wenn es da an der Blattbasis schaut, na, das fokussiert jetzt gar nicht. Na, jetzt versuchen wir es nochmal. So vielleicht. Genau, an der Blattbasis hier hat das so Nektardrüsen. Die sieht man hoffentlich. Und die sind in dem Fall hier so 1-2 mm weg von der Blattbasis. Das ist so ein bisschen Abstand. Ist schon wieder unscharf. Auf jeden Fall, das wäre bei der Prunus serotina der Fall. Und bei der Prunus padus, außer ich irre mich jetzt, sollten die sitzen an der Blattbasis. Leider sind die Pflanzen uns nicht so gnädig gesinnt in dem Fall und das Merkmal ist nicht das verlässlichste Merkmal. Ja, aber das ist trotzdem gesehen, das Prunus serotina schaut sehr ähnlich aus wie Prunus padus. Blüht, wie gesagt, später, auch weiß, und ist das Blatt so ein bisschen anders. Könnt sich anschauen, also die steht da gegenüber vom Gutenberghaus. Am Rand kann man sich durch mal beobachten, aber die steht öfter mal wo rum. Also sie existiert. So, ich befinde mich da jetzt quasi hinterm Boko Kindergarten neben dem Gutenberghaus, da wo früher der Kinderspielplatz war. Und da jetzt ein Baumhaufen, ein Konglomerat, das ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend ist, deswegen mag ich es kurz anschauen. Also man sieht da schon mal, da gibt es so einen gestützten Baum und dann so noch zwei Stämme, die rauskommen. Also kurz zum Verständnis. Hier haben wir eine Kirsche, Prunus cerasifera. Das gehört zudem dazu, dass dahinter der Stamm allerdings ist Prunus domestica, ist was anderes. Und der oben drüber ist ein Sorbus. Also das mal kurz dazu. Und jetzt kurz zu den einzelnen Arten. Prunus cerasifera ist eigentlich der häufigste Prunus da an der Türkenschanze herum, weil der häufig und gern im Park auch gepflanzt wird, der da sehr schön blüht. Und das ist halt ein Kircherl oder wie man auch immer man das sagt, je nachdem wo man ist in Österreich. Also so kirschenförmige Früchte, die ein bisschen größer sind als die Kirschen von Prunus avium. Ist eigentlich ein großer Strauch, also er schaut da jetzt sehr baumförmig aus, aber ist eigentlich fast immer mehrstämmig. Wenn ihr euch die Rinde anschaut, wir haben ja gesagt, bei Kirschen achten wir immer auf mehrere Merkmale, damit wir sie zurechtfinden. Die hat jetzt keine so auffällige Ringelborke, wie wir es von der Vogelkirsche kennen zum Beispiel. Man sieht, wenn man genau schaut, gibt es schon so diese Querstreifen, aber es hat auch viele so Längsdinger, wo sich irgendwie die Rinde so aufrollt. Also die Rindenstruktur ist da ganz interessant. Das Blatt, wie ihr seht, ist jetzt nicht so groß. Also Prunus avium wäre zum Beispiel viel größer. Prunus serolata wäre auch viel größer. Eigentlich fast alles in größer. Also eher ein kleineres Blatt. Und eben momentan und dann auch zur Reife ist es eh super an diesen Früchten zu erkennen, die eben sehr köstlich sind. Also Prunus cerasifera gibt es oft in roten Sorten. Also die Früchte werden wahrscheinlich gelb.
gibt es mit roten Früchten, gibt es mit rotem Laub und roten Früchten, also in allen möglichen. Ist aber sehr wichtig, also schaut euch das an. Nektardrüsen hat der, glaube ich, keine, also ich glaube im Skript steht, er sollte ich haben und manchmal hat er welche, aber meistens, wenn ich schaue, sehe ich keine. Gut, also Ponus tersifera ist der eine. Und dann der da daneben, wo nur mal so ein Stumpf quasi übrig ist, aber es wächst immer noch ein bisschen, wäre eben die Zwetschge, Ponus domestica. Da müssen wir jetzt irgendwie raufschauen, ich habe vorher wo eine Zwetschge hängen sehen. Ja, ich versuche sie zu erzoomen. Ist ein bisschen schwierig da. Bin ich dort? Ja, also da mitten im Bild. Ah, das mit dem Fokus haut jetzt nicht so gut hin, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wie eine Zwetschge ausschaut. Ja, das wird nichts so. Ja, der Punkt ist, die schauen sich sehr ähnlich. Also der Stamm ist schon anders, wenn man schaut. Bei der Ponus domestica viel furchiger. Ich meine, der ist jetzt schon alt und halb am Sterben. Das Blatt allerdings, ja, ist jetzt zwar hier in dem Fall ein bisschen größer und schon anders von der Struktur. Also wenn man es hier, wenn man es wie hier nebeneinander hat, kann man durchaus Vergleiche finden. Also da haben wir ein bisschen besser die Früchte. Da sieht man es jetzt, die jungen Zwetschgen, Pflaumen, wie auch immer man sagt. Der Punkt ist, es ist schwer zu erkennen, ehrlich gesagt. Ohne Früchte, nur wenn ich jetzt nur so ein Blatt hätte, ist es schon schwer. Im Idealfall ist das jetzt ein bisschen flauschiger und größer als von Ponus tersifera, aber der Idealfall ist nicht immer gegeben. Das Nette ist, die Zwetschgen gibt es eigentlich eh nicht oft wo. Also ich kenne jetzt den und auswendig fällt mir gerade keiner hier oben ein. Ponus tersifera hingegen ist sehr, sehr häufig. Zwetschgenbaum wäre allerdings jetzt im Idealfall baumförmig. Also Habitus ist schon ein Unterschied. Der ist zwar schon nicht mehr ganz so jung und gesund, aber war und wäre eigentlich ein Baum, während die Weichsel, also Ponus tersifera, mehrstämmig ist, also ein riesiger Strauch sozusagen. Gut, und jetzt kommen wir zu dem dritten hier im Bunde. Das ist jetzt ein Sorbus mit einem gefiederten Blatt. Und dann haben wir eigentlich eh nur noch zwei zur Auswahl, Sorbus domestica oder Sorbus acuparia. Der Unterschied ist, der einfachste Unterschied wären Früchte. Ich schaue gerade, ob ich hier wo Früchte sehe. Ich sehe leider keine Früchte, weil der Sorbus domestica hat so relativ große, also größer als Kirschen, kleiner als Äpfel, sage ich mal, ein bisschen birnenförmige Früchte. Da kann ich aber jetzt leider keine erkennen hier in dem Fall. Das wäre nämlich ein super Merkmal, sonst wird es ein bisschen komplizierter. Was haben wir noch von Sorbus domestica? Schauen wir uns mal den Stamm an. Ihr seht, die Rinde ist hier sehr, sehr furchig, wie man erkennen kann, während bei Sorbus acuparia die sehr glatt wäre. Wir schauen uns dann nachher eh noch einen an. Und die Blätter, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Da gibt es Merkmale, die mehr oder weniger gut funktionieren. Also hier haben wir, links ist das von dem Baum, wo wir gerade sind, Sorbus domestica, und rechts ist Sorbus acuparia. So nebeneinander, wie gesagt, kann man durchaus Sachen unterscheiden. Zum Beispiel ist beim Sorbus domestica die Blattspindel, also der Stiel in der Mitte, sehr viel behaarter als beim acuparia. Während der acuparia, und ich weiß jetzt, das wird jetzt auf der Kamera echt scheiße gehen, der hätte da in der Mitte so eine Leiste, kann man das sehen? Also in der Mitte die Blattspindel entlang ist so eine Einkerbung, so eine Einbuchtung. Und das hat der andere weniger. Naja, die Sache ist, das Problem ist, also die Merkmale überschneiden sich. Dann könnte man sich auch anschauen, wie weit die Blattbasis nicht gezähnt ist. Also die wäre beim Sorbus domestica weit, bis weiter rauf nicht gezähnt. Beim Sorbus acuparia fängt es schon ganz unten an, gezähnt zu sein. Aber ja, das ist alles ein bisschen relativ. Sichersten und einfacher wäre auf jeden Fall der Stamm. Sorbus domestica sehr rau, wie wir sehen. Sorbus acuparia glatt. Und die Früchte, wenn man es hat, ja, Idealfall. Sorbus domestica ein bisschen größere Früchte, Sorbus acuparia eher so kleinere Früchtchen. So, die sind echt ganz klein beim acuparia. Genau, aber wir schauen uns jetzt eh noch mehrere Sorbus an. So, hier ein in dem Fall mehrstämmiges Bäumchen. Der nächste Sorbus, und ihr seht schon, jetzt wird es gemein. Die Sorbus, die wir vorher hatten, von dem wir geredet haben, waren gefiedert. Der ist jetzt, hat ein einfaches Blatt.
Also da heißt aufpassen. Wir sehen aber hier schon den Blütenstand, der rechts oben typisch ist, also sind schon verblüht. Und der hat ein auffälliges Merkmal. Es lohnt sich, das Blatt umzudrehen. Man sieht, das Blatt ist sehr hell an der Blattunterseite. Und wenn es hell ist, also im Idealfall schaust du fast schon ganz weiß, dann wäre das Sorbus aria. Ja, und daran erkennt man ihn eigentlich schon. Also wenn ihr euch wundert, was das jetzt ist, weil das Blatt an sich, das ist auch so doppelt gesägt, aber ja, es könnte das viel sein, es ist relativ glatt, also es ist nicht flauschig oder rau, wie wir auch schon hatten. Also wenn im Zweifelsfall schaut es halt genau und dann beachtet es die Unterseite und dann, aha, also mit so einer hellen Blattunterseite gibt es nicht viel. Und vor allem jetzt mit dem Blütenstand und der Form und so, weiß man Sorbus aria. So, und wie vorher B und versprochen, der Sorbus acuparia. Ist jetzt noch ein relativ junges Exemplar, aber wir sehen gleich mal, die Rinde ist trotzdem glatt, vor allem im Vergleich zum Sorbus domestica. Das Blatt ist eben auch so ein gefiedertes Blatt. Die Unterschiede haben wir eh schon besprochen. Und hier sieht man auch ganz gut, hier entwickeln sich gerade die Früchte. Also der ist auch schon verblüht. Und hier kommen dann die Früchte, die so kleine Kügelchen sind, eben in diesem Schirmrispen. Und die werden eben nicht so groß. Beim Sorbus domestica werden sie deutlich größer. Genau, also das wären die beiden gefiederten Sorbusse gewesen. Und dann haben wir hier was etwas Gemeines. Der nächste Baum, nämlich hier, der große. Der nächste Sorbus, der jetzt wieder ein anderes Blatt hat, das nämlich so, ich glaube, da sieht man es ganz gut, gelappt ist. Das ist der Sorbus terminalis. An der eigenen Blattform zu erkennen. Also ich glaube, diese Blattform, wenn man ungeübt ist, könnte man jetzt irgendwie an Ahorn denken oder vielleicht ähnliches. Aber wenn sich das anschaut, also im Skript ist eh nochmal zeichnet, schaut es euch draußen auch noch an, ist schon sehr was Charakteristisches vom Sorbus terminalis. Hat eben auch ähnliche Blütenstände, immer so Schirmrispen und der Stamm in dem Fall ist auch relativ rau. Sorbus terminalis. Und gleich im Anschluss hier, ebenfalls im Arboretum, noch ein Sorbus, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin. Der steht an einem Ort, wo früher auch ein Sorbus aria stand, ist auch als solcher beschriftet, hat auch ein relativ einfaches Blatt, allerdings ist es, finde ich, mehr gelappt, also mehr gezähnt, tiefer gesägt, eigentlich ist er doppelt gesägt, tiefer gesägt, als der Sorbus aria, den wir uns drüben angeschaut haben. Er ist schon noch hell an der Unterseite, wie ihr seht, allerdings schon ein bisschen grau-grünlicher. Also wäre meine These, dass es vielleicht ein Sorbus intermedia ist, also eine Kreuzung, und nicht der richtige Sorbus aria. Ich weiß nicht, was die Frau Faule dazu im Detail sagt, aber wenn ihr das ein bisschen argumentiert, wird das, glaube ich, schon passen. Also entweder Sorbus aria oder Sorbus intermedia, wie die Unterschiede jetzt im Detail sind, weiß ich nicht. Ich tippe eher auf Zweiteres. Der ist eben noch sehr jung. Mal schauen, was aus ihm wird, ob er sich noch verändert. Also das waren jetzt eigentlich alle Sorbus-Arten, die wir im Skript haben und relevant sind. So, hier im Arboretum haben wir noch einen Prunus, der momentan gemein ist, weil ich weiß gerade nur diesen einen Baum und ich glaube, es kann sein, dass irgendwo neu gepflanzt wurde, aber ich weiß gerade nicht auswendig. Das ist ein Prunus mahaleb, eine Steinweichsel und ihr seht, der hat jetzt so einen ganz einen längsfurchigen Stamm, das schaut schon fast eher wie ein Eichen aus, als wie ein Prunus oder so, also keine schöne glatte Ringelborke oder so. Und unser Problem ist, der ist relativ groß und hoch und die Blätter, also die erwischt man nicht. Ich versuche jetzt mal rein zu zoomen. Also es sind schon prunusförmige Blätter, wie ihr seht. Und die sind relativ klein. Also sind ziemlich kleine Blätter. Und der hat, ich hoffe, man kann es im Video sehen, da sind noch die Reste der Blüten drauf. Der hat so kleine dunkle Kügelchen als Kirschfrüchte, die so an einzelnen Stiegeln rumstehen. Also er hat schon Merkmale, die auffällig wären. Das Problem ist, man kann sich schlecht aus der Nähe anschauen. Aber das ist eben einer, Prunus mahaleb. Und ja, vielleicht gibt es woanders auch noch welche. Kleine Blätter, Kirschenblätter, kleine schwarze Früchte auf so Stielchen. Ja, das nächste wäre dieser relativ frisch gepflanzte Baum. Es ist eine Erle. Wir haben heute schon von einer Erle gesprochen. Das Problem ist, es schaut gerade ein bisschen mager aus. Also hier haben wir eine, ich denke, Schwarzerle, würde ich sagen, aufgrund des Blattes. Also wenn ihr schaut, der hat so ein Erlenblatt, das keine Blattspitze hat, sondern wo die Spitze so eingedäpscht ist. Ihr wisst, was ich meine.
Das Problem ist, was ich euch vorher gesagt habe, macht die noch nicht. Also die ist noch zu jung. Die hat noch keine Zapfen drauf. Das wäre trotzdem ein nettes Erlenmerkmal. Also in dem Fall ist es die Plattform. Alnus glutinosa, Schwarzerle. Und ich dachte, wir hätten hier irgendwo auch eine Grauerle. Finde sie aber leider nicht. Also nochmal kurz zu den Erlen. Wichtig wären eigentlich die Zapfen, die man sehr oft sieht. Bei der Schwarzerle hier noch nicht, leider. Wenn es strauchförmig ist, wäre es Alnus viridis. Wenn es eben diese Plattform hat, wie wir hier gerade sehen, ist es die Alnus glutinosa. Wenn es das nicht hat und normal große Zapfen sozusagen und so grau bereifte junge Triebe und so, dann wäre es die Grauerle, Alnus incana. Und wenn es große Zapfen hat, die haben wir heute im Video gesehen, dann wäre es eben Alnus cordata. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Erlen zumindest. Ja. Als letzte Pflanze will ich euch da noch im Bokogarten Prunus dulcis zeigen, die Mandel. Ist eben auch ein Prunus, der aber relativ lange, schmale Blätter hat, wie ihr seht. Ich schaue gerade, ob wir Glück haben und da irgendwo eine Frucht sehen. Ich glaube leider nicht. Müsste man glauben, dass der Mandeln trägt. Die sind eben auch in so einer Schale drinnen, die so ein bisschen pelzig ist. Und sind eben die Mandeln. Genau. Und wichtig ist eben, wenn wir uns den Stamm anschauen, hat durchaus Prunus-Charakteristika. Ihr seht Ringelborkenansätze. Ist so ein strauchiger Wuchs eher. Und ja, mit diesen längeren, schmalen Blättern gibt es eh nicht so viele Prunus. Höchstens, und das haben wir gleich daneben. Hier haben wir auch noch den Pfirsich. Der hat auch längere Blätter, wie ihr seht, aber viel größere, breitere Blätter. Und da oben, wenn wir darauf schauen, entwickeln sich auch schon die pelzigen Früchte, die eben, wenn sie reif sind, klar zu erkennen sind. Gut, auf jeden Fall war es das für heute. Ich hoffe, ihr habt es gelernt. Ich hoffe, es passt, wenn ich hinter der Kamera war. Es war nicht zu ASMR-mäßig eingeflüstert. Ja, was sehen Sie? Es wird vielleicht noch weitere Videos geben, falls ihr was ändert, kriegt ihr natürlich das irgendwie mit per E-Mail. Ansonsten viel Spaß beim Aussehen und selbst Lerner. ASMR.